Wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt noch wie viele Spiele? Sieben. Und brauchen genau einen Sieg für Gold 2. Das will ich natürlich auch noch schaffen. Und ich möchte das logischerweise direkt in diesem Spiel schaffen. Bitte sehr. Wir müssen auch mal nochmal gucken, wie viele Spiele wir eigentlich. Nein, das mache ich jetzt direkt, bevor ich es wieder vergesse. Wie viele Spiele wir noch brauchen, um Gold 3 im Monat zu sein. Ich glaube, das haben wir nämlich noch nicht geschafft. Mal gucken. Wo mache ich das jetzt nochmal? Ach ja. Gewonnen 51. Ah! Wir sind schon Gold 3. Geil, wir sind sogar schon Gold 2, aber das brauchen wir ja nicht. Wir könnten sogar noch Gold 1 schaffen. Gold, Elite 3 ist leider nicht mehr drin. Weil wir können noch maximal 58 Siege schaffen. Aber das macht ja nichts. Ich wollte auf jeden Fall Gold 3 haben im Monat. Dann bekommen wir nämlich unsere drei Foot Champions in Forms. Das ist doch schon mal was. Und Elite wäre natürlich noch besser, aber es ist halt einfach schwer, Elite zu schaffen. Dafür brauchen wir echt viele Siege. Dafür brauchen wir im besten Fall mindestens einmal selbst Elite 3 in der Woche. Und das ist halt schwer, wenn ich mir meine Spiele nicht so aufteilen kann, wie ich das gerne hätte, dass ich wirklich immer mit 100% Konzentration rangehen kann. Dann ist es für mich schwer, Elite 3 zu werden. Aber solange ich nicht mehr Gold 3 spiel, sondern in Zukunft immer Gold 2 schaffe, würde ich mich schon freuen. So, Basic Champion spielt er auf seinen Stürmer. Ich weiß gar nicht, ob er von Haus aus so schnell ist, aber er hat auch wieder viele, viele Basic-Spieler, fast nur Basic-Spieler. Also totale, wirklich totale Anfangs-Gold-Teams. Es ist echt verwunderlich, dass es da so viele gibt. So, jetzt konzentrieren. Ich will das Spiel gewinnen, da sind wir nämlich Gold 2. Come on. Das hat er nicht gut verteidigt. Haben wir ein bisschen Glück. Schöner Schuss und geh bitte raus. Danke. Hat Khedira schon. Ach ja, ich wollte gerade fragen, hat Khedira schon ein Tor gemacht? Ja, natürlich hat er schon ein Tor gemacht. Drei Stück in den ersten beiden Spielen. In den ersten Spielen direkt zwei. Es ist unglaublich. Musacchio. 1,80. Ich muss es einfach jedes Mal sagen, weil es so krass ist. Und ich glaube auch nicht nach Körperstärke. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich dachte, in FIFA 18 wäre es einfach so, Sprungkraft etc. ist scheißegal. Man muss, guckt euch an, wie klein er ist. Man muss einfach groß sein und einen fetten Körper haben. Und ich glaube, Musacchio hat beides nicht. Also, er ist auf jeden Fall nicht groß mit 1,80. Nice. Aber einfach mal der torgefährlichste Spieler nach einer Ecke bisher. Sehr schön. War noch abgefälscht, aber der wäre auch so rein. Jetzt konzentrieren, dass wir hier direkt das zweite nachlegen. Schön mit Khedira. Achso, ist jetzt eigentlich der Boost drauf oder nicht? Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Weil mich die 87 von Bender so verwirrt haben. Das hat er gut gemacht. Ich aber auch. Genial gespielt, Khedira. Ich weiß nicht, ob der Abschlusssteiger ist, hat man nicht gemerkt, aber das ist schon nicht schlecht. Das ist geil. Icardi-Vorlage. Und das war einfach traumhaft gespielt. Hier schön in den Freiraum und dann flach ins Kurzeck. Der Torhüter halt wirklich absolut chancenlos, weil er da einfach im Nichts steht. Ja, da steht's, 88. Geil, wir haben den Boost. Wieso ist denn der Boost erst jetzt aktiviert worden? Ist doch die ganze Zeit schon Sonntag. Ab welcher Uhrzeit haben die denn das gemacht? Aber ist egal, wir spielen gerade mit geboosteten Bender und mit geboosteten Khedira. Aber Khedira hat sich auch so mega geil angefühlt. Aber gut, dann ist logischerweise sein Abschlusswert. Wir müssten mal seine Ingame-Werte dann angucken. Machen wir in der Halbzeit, wenn ich dran denke. Aber dann ist logischerweise auch sein Abschlusswert jetzt gut. Also jetzt können wir auch schön mit Khedira schießen. Sehr geil. Kein Foul? Oh, krasser Pass, wenn der so geplant war. Ultra krass. Sterling, aber
Sterling hat keinen Körper, Musacchio halt schon, wie es aussieht. Ich denke, er bricht es ab. Ja, als Rückpause. Ja, es klappt wieder mal, es klappt wieder mal! Na also, ich sag ja, es müssen mindestens zwei dabei sein, aber ich glaube sogar drei müssen dabei sein. Und es hat ja auch gepasst, drei Tore, der Gegner bricht es wahrscheinlich ab, sehr geil. Ach, nice. Na komm, danke. Tore, Anderson, Khedira, Musacchio, Vorlagen, Icardi, Brozovic, Schrotmann. Gold 2. Gold 2, Freunde. Gold 2. In your face. Jetzt brauchen wir noch zwei Siege für Gold 1. Das hoffe ich, schaffen wir auch noch. Das wäre richtig geil. Sechs Spiele haben wir noch. Wie viele sechs Spiele haben wir noch? Sechs. sorry. Und jetzt, ja, 88er. Sehr geil. Ich verstehe noch nicht, warum das nicht nachts aktiviert wurde, sondern mitten im Sonntag. Ich denke mal so ab 19 Uhr oder so. Das machen sie ja oft. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Attribute an. Die ungeboosteten. Stellungsspiel 89, Abschluss 77, Schusskraft 91, Fernschüsse 87, Volley ist 85. Moment mal, ich glaube, das sind die ungeboosteten Werte, oder? Weil auch auf der Karte, das passt nicht. Der hat nicht als 88er 80 Dribbling, der ist auch viel schneller, der hat nicht 80 Dribbling, 83 Schuss, 83 Defense. Das sind, glaube ich, deine, oder? Sind das die geboosteten Werte? Nee, da hätte es auch viel mehr im Defense drin, oder? Bin mir gerade echt unsicher, ich weiß es nicht. Sind das die normalen Werte? Hat er normalerweise einen? Ich weiß es nicht, ich bin gerade verwirrt. Ist mir auch egal, in-game werden die schon geboostet sein. Er hat sich auch geil angefühlt, er hat einen geilen Abschluss gehabt. Und achso, machen wir jetzt noch eins mit denen? Ja, komm. Haben wir vorhin mit der Bundesliga auch gemacht, nachdem abgebrochen wurde. Und haben dann das Spiel auch gewonnen, von daher. Ich denke, Schwarz passt besser. Origin Access, ist das irgendwie ein Trikot, was er bekommt, wenn er zeitiger anfangen durfte zu spielen? Hat auch schon ein ziemlich gutes Team. Inform, Courtois am Tor, aber wenige geboostete Spieler. Oh nein, vorn wieder dieser Mertens drin. Ohne Scheiß, bisher der nervigste Spieler gewesen, nervigste Stürmer, den ich bisher als Gegner hatte. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein bei Khedira, ob das da die gleichen Werte sind. Es kann ja sein, dass er jetzt in-game was anderes angezeigt wird. Aggressivität, Ruhe, Abfangen, Stellungsspiel, Übersicht. Antritt, Reaktion, Stärke. Ja, ich glaube, das ist jetzt geboostet. Ballkontrolle, Dribbling, Flanken, Effet, Abschluss, langer Pass, Fernschüsse. Ne, das sind die gleichen Werte, aber es sind halt 90 kurzer Pass. Ist halt schon viel. Ja, das müsste geboostet sein. Das müsste geboostet sein, denke ich. Schusskraft, fairer Zweikampf. Und dazu kommen dann ja jetzt logischerweise noch die Boosts von Shadow. Die sind auf jeden Fall noch nicht mit drin. Taktiker und Stärker. Oh, der hat schon Stärker als Attribut. Anfällig für Verletzungen. Dafür hat er sich aber bisher nicht sehr viel verletzt. So, konzentrieren. Komm, wir wollen das gewinnen. Dann brauchen wir nämlich noch einen Sieg aus 5 Spielen für Gold 1. Komm, konzentrier dich. Bumm. Das macht Philippe Andersson wieder mal großartig. Das hat er aber gut verteidigt. Also gut antizipiert. Dass er hier nicht overpaced und drüber geht. Schöner Schuss von Sharabi. So, Koulibaly, jetzt zeig mal, dass du es genauso kannst wie Musacchio. Na, immerhin, kommt zum Kopfball, ist leider nicht drin, aber es macht erstmal nichts. Musacchio macht auch nicht jedes Mal ein. Ah, hat auch Khedira, aber den ungeboosteten. Das hat er gut gemacht. Oh, ich dachte echt, der geht rein. So ein hässlicher Schlenzer, ey. Das klappt irgendwie ziemlich gut in FIFA 18 hier auf den Verteidiger zu flanken. Mit rechnen irgendwie auch die meisten nicht, habe ich das Gefühl.
Das war schwach. Bei halt immer noch das Monster wie letztes Jahr. Ich glaube, diesmal mittlerweile sogar mit einer besseren Bewertung. Oh, Alu, Mist, das war so geil von El Sharabi. Aber genau solche Sachen soll er halt machen. Dann bleibt er auch im Team. Koulibaly. Gutes Stellungsspiel von ihm. Na, das war knapp, aber ich denke, eine gute Idee. Matic, den hat man letztes Jahr auch. Oder hat man den? Ich glaube teilweise. Sehr schön mit Koulibaly gemacht. Ich habe so gesehen, wie Strohmann genau in dem Moment stehen bleibt, wo er an mir vorbei gewesen wäre. Und deswegen habe ich ihn in den Lauf gespielt. Hallo, der Khedira hat doch nur eindeutig den Ball gespielt. Durch drei Mann hat er durchgepasst. Da wollte ich nicht hinpassen. Da wollte ich nicht hinpassen. Der Pass war korrekt. Hat er einen guten Distanzschuss, Khedira, von daher. Oh, Koulibaly quasi alleine. Mann, das Ding muss er aber eigentlich machen. Ohne Scheiß. Krass, dass Brozovic hier das Kopfballduell gewinnt. Das kann von ihm, der Pass. Stellungsfehler. Scheiße. War nicht geil, jetzt wird's eklig, jetzt wird's richtig eklig. Oh. Khedira ist wie immer da. Schöner Schuss von Icardi. Koulibaly diesmal viel zu weit weg, schade. Oder auch nicht, da war wieder im Bereich, aber das hat nicht gereicht. Hat er gedacht, dass er da einfach so durchlaufen kann, da hat er sich geirrt. Schwieriges Spiel, Gegner ist nicht schlecht. Das war eine merkwürdige Annahme von El Sharabi.
Oh. So ein scheiß gespielter Pass von El-Sharawi, ey, das war so bitter jetzt. Aber ich glaube, es lag wieder an, weil er mit links spielen musste. Das ist halt das Problem. Er muss mit links passen auf der Position. Das ist halt einfach schwer. Oh, wir haben deutlich häufiger geschossen. Konzentrieren, come on. Genau, das ist also, wenn er wenigstens 3 Sterne hätte auf den Linken, wäre es deutlich geiler. Aber wenn er halt weiter Buden schießt, wie er es in letzter Zeit macht, dann kann ich darüber hinwegsehen. Es gibt halt, glaube ich, auch keine wirklich geile Alternative auf der Position für ihn. Da bleibt so krass dran. Stellungsfehler endlich mal. Tja, aber dann ist leider Rüdiger da, der jetzt auch schon das zweite Mal mich ziemlich nervt. Ran, ran! Nur ganz beschissen durch, finde ich. Stellungsfehler. Oh! So riskant, was der hier macht. Es wird nicht bestraft. Oh, Foul von ihm? Nee, von mir. Scheiße. Kulibaly. Das war kein Foul? Gefällt mir nicht, der Gegner übernimmt hier gerade das Heft. Oh, zum Glück. Geh mal auf Defensiv. Schrot mal ein schöner Außenriss passt. Mist. So, jetzt ein Musacchio oder vielleicht Koulibaly mit seinem ersten Tor. Bock? War auch schon wieder Koulibaly, aber es hat nicht gereicht. Oh, das war aber gerade Koulibaly.
Lichtsteiner! Kein Abseits. Abseits, ich wollte gerade sagen, es war ein TBU-Tor. Ich habe nicht geschossen. Also nicht mit Lichtsteiner zumindest. Oh, scheiße, Mann. Ich habe mich so gefreut, es wäre ein Traumtor gewesen. Aber egal. Weiter konzentrieren. Das war viel gefährlicher, als ich gedacht hätte. Krass. Oh, was für eine schwache Reingabe. Ich hätte lieber flanken sollen. Beide ziemlich im Arsch, beide Außenfeldspieler, Außenmittelfeldspieler. Ich glaube, ich warte und würde dann in der Verlängerung Silva gegen Strohmann einwechseln, weil Khedira jetzt als 88er natürlich einfach viel zu krass ist. Das war ja mal geil gemacht von meinen Spielern. Aber ich habe mich nicht. Eieiei, was für ein krasser Kopfball. Musa als Einwechselspieler daraus reingeholt. Nein, oh, noch eine Ecke. Komm, geh in die Verlängerung. Ja! Ja! Bestimmt letzte Handlung im Spiel. Ja! Ja! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, keine Verlängerung. Und es waren auch wieder alles Santrini mit der Vorlage. Ja! Unverdient. Also definitiv wäre ein Unentschieden und Verlängerung wäre verdienter als ein Sieg für mich. Aber das nehme ich natürlich gerne mit. Sehr geil. Jetzt Abwehrriegel rein. Der pfeift jetzt ab. Ja, war klar, da lässt kein Angriff mehr zu. Also ich, mich hat es gewundert, dass ich... Ich meine, der hatte zwei Ecken bei mir. Da stand schon 90. Minute da und 2 Minuten Verlängerung. Da habe ich gar nicht gedacht, dass ich überhaupt nochmal zum gegnerischen Tor komme. Also das war krass. Da haben wir echt Glück gehabt. Tore, Icardi... Vorlagen Alessandrini, wusste ich doch. Und trotzdem ist Stroh mein Man of the Match. Wieso das denn? Kein Schuss aufs Tor. Erfolgreiche Pässe, 28 von 32. Ist er auch nicht der Beste. Da ist Philippe Andersson besser. Abgenommene Triplings. Ist er auch nicht der Beste. Da ist Philippe Andersson der Beste. 20 von 20, das ist krass. Erfolgreiche Flanken. Gab es gar niemanden. Gewonnene Zweikämpfe. Ist er auch nicht der Beste. Paraden kann er nicht der Beste sein. Wie viel hat er der Gegner? 5. Ja, es gibt keinen einzigen Wert, wo er der Beste ist. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Aber wahrscheinlich gibt es noch andere Dinge, die da reinspielen, abgesehen von Tor, Vorlage oder sonst was. Sehr schön. Aber wie gesagt, es war ein unverdienter Sieg. Hier wäre ein Unentschieden definitiv verdienter gewesen. Jetzt brauchen wir noch einen Sieg für Gold 1, oder?
Was natürlich schon mal sehr, sehr geil ist. Wir haben noch 5 Versuche. Come on, Gold 1, let it rain, one time, please. Bundesliga. Jetzt gucken wir nochmal die Ingame-Werte von Bender an. Ja gut, doch, das ist geboostet, weil 80 Tempo, da ist, hat kein 80er Tempo, das stimmt schon. Klar, und mir fällt auch gerade ein, dass Khedira auch auf der Karte kein 72 stehen hat, sondern 56 sonst. Ja, das ist schon geboostet. Das ist geboostet. Schusskraft, Fernschüsse, das hat jetzt auch einen anständigen Fernschusswert. Das ist schon erstaunlich, ne? Dass dieser Scream geboostet, Schusskraft 80, Fernschüsse 77. Und der normale, ungeboostete Bender hatte einige Distanzschüsse reingemacht. Aber krass, wie schnell der jetzt ist. Stellungsspiel, Übersicht, Flanken, kurzer Pass, langer Pass, sehr schön. Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, Ruhe, faire Zweikampf, Grätsche, Sprungkraft, Ausdauer, Aggressivität, nice. Oh, ich glaube, ich blute im Mund. Hat gerade so ein bisschen nach Blut geschmeckt. Vielleicht lag es am Tee. Wir schauen mal nach, wie viele Tore wir noch brauchen für die 40. Nur noch 9 Stück. Also ich, ja, hoffe mal, dass wir das schaffen in den letzten 5 Spielen, damit wir jetzt nicht noch ein Extraspiel machen müssen. Das sind dann weniger als 2 Tore pro Spiel. Das sollte drin sein. Und ja, bei dem Infom Icardi, wie gesagt, er wird nicht ausgewechselt, er spielt geil, er macht richtig gute Tore, richtig wichtige Tore, wie das letzte jetzt. Übrigens haben wir da 1-0 gewonnen. Oh, krasses Team. Er hat beide Bänder als Sechster, die hätte ich halt auch gerne beide Bänder, weil es halt einfach geil aussieht, wenn man beide Bänder hat. Aber warum ist denn der eine so grün hinterlegt und der andere nicht? Krasses Team erstmal insgesamt, auch mit einer Legende. Aber den anderen Bänder habe ich mir nicht gekauft, weil ich will den anderen Bänder nicht fest spielen als zweite Sechs, weil Tolisso besser ist und weil der andere Bender geboostet haben sie beide 87, aber der andere Bender ungeboostet hat, glaube ich, nur 81. Und ist halt auch von den Werten her nicht so interessant. Das ist ja eigentlich der Innenverteidiger, der hat sich zwar gut spielen lassen als Innenverteidiger, aber Sechser ist nochmal ein bisschen was anderes und deswegen wollte ich nicht beide haben. Jetzt konzentrieren, komm. Spielgewinn für Gold 1. Team vom Gegner natürlich deutlich besser und jetzt werden auch langsam die richtig guten Spieler kommen, die also auch spielerisch was drauf haben, sondern einfach nochmal ultra schwer wird zu gewinnen. Bisher ging das von der Gegnerstärke alles. Ach ja, und Brandt. Du hast noch 2 Spiele, das ist dein vorletztes Spiel, was du hast. Schön umgerannt. Danke. Schade, dass der Ball nicht besser in den Lauf gekommen ist, weil Brandt hatte mega Platz. Nein, nicht auf den Scheiße. Tunnelt. Haben wir Glück, dass das hier kein Foul war. Geschenktes Tor, meine Schuld. Darf ich nicht so rausspielen. Weiß auch nicht, warum ich gedacht habe, ich kann da durch 3 Mann durchschießen. Oder passen. Meine Schuld. Letztes Mal, als ich so einen krassen Fehler gemacht habe, habe ich das Spiel auch verloren. Ich möchte dieses Mal das Spiel nicht verlieren. Also jetzt konzentrieren und hier noch 2 Tore machen. Mindestens. Nummer 1, aus der Drehung, super schweres Tor.
Gut befreit. Auf den wollte ich nicht passen. Du gehst Kimmich da. Ah ne, Ginter war's. Kimmich, dieses Monster. Was für ein riskantes Rausspielen, schade. Ultraschwacher Pass von Schmelzer. Aber dann stehen noch genügend Leute, die es abblocken. Jetzt, nein. Krass gehalten von Fährmann, aber super gut gespielt. Bisher können wir froh sein, dass es hier unentschieden steht, obwohl ich ja halt auch das Tor rausgespielt habe und der Gegner hat es nur gelackt, also das heißt gelackt, ich habe halt einen Fehler gemacht. Es ist trotzdem eigentlich ein unverdientes Unentschieden, weil der Gegner ziemlichen Druck macht und sich bessere Chancen rausspielt als ich. Und Fährmann hat auch schon ein paar richtig gute Paraden gehabt bei mir, deswegen. Eigentlich müsste der Gegner führen, es ist glücklich, dieses Unentschieden, aber ich hoffe, dass ich mir in der zweiten... Ich gehe mal, ach, kein Flügel wechseln, also egal. Ich hoffe mal, dass ich mir das verdienen kann in der zweiten Hälfte. Schwach gespielter Pass. Schuster schon braucht zu lang. So, jetzt vielleicht ein Lucky Tor nach einer Ecke, das wäre schön.
Ich habe das Gefühl, dass meine Bundesliga nicht so eckengefährlich ist wie meine Calcio A. Oh, krass. Alter, das erste Tor von Brand, es wurde aber auch Zeit. Und was für ein Tor. Ey. Es war ja eigentlich fast nur, also es wäre auch so rein, es würde wahrscheinlich als Eigentor gezählt, wird mal. Es wird als Eigentor gezählt. Ich sehe es gerade nicht. Es wird nicht angezeigt, wenn es zählt. Ich würde mich für Brand freuen, aber wie es geschossen war von Brand, richtig. Ich habe es eigentlich gut verteidigt, aber ich konnte nichts machen, aber es ist egal. Ist verdient für ihn, der Ausgleich. Dann machen wir halt noch eins. Konzentrieren. Aber das war mal eins, wo ich gut stand. Er hat dann einfach geschossen, weil er nicht mehr wusste, was er machen soll. Und dann, ja, geht es halt leider durch. Ich glaube, Fährmann ist sogar noch dran. Schade. Ich dachte, der antizipiert er falsch. Och, es war keine Ecke, was? Nicht mal die Ecke. Scheiße. Nice luck. Schön von Schmelle. Okay. Ach man, dieses Tor, dieses beschissene Tor, was ich ihm geschenkt habe.
Das wird mir jetzt das Genick brechen. Ich merke das schon. Oh, da war noch im Abseits. Scheiße. Das war's. Jetzt habe ich's. Naja, egal. Jetzt macht er Zeitspiel. Oh, so eine bescheuerte Scheiße, Mann! Das kriegt er auch nicht beschissen. Nee, gibt's doch nicht. Oh, fick dich einfach. Fuck you! Ach man, ich will nicht sagen, ob es verdient war oder nicht. Das spielt keine Rolle, weil dieses erste Gegentor darf halt nicht passieren. Ich verstehe auch nicht, warum mir diese Scheiße passiert in dieser Weekend League. Das ist jetzt das zweite richtig dumme Tor, ja, ich würde sagen, das zweite richtig dumme Tor aus der eigenen, im eigenen Strafraumbereich, sage ich mal. Richtig bescheuerte Kacke. Ach, es zählt wirklich nicht als Brandtor, oder? Ja, es zählt als Eigentor. Oh nein. Scheiße, Mann. Brand macht ein Tor und Boateng bekommt es als Eigentor gewertet. Es wäre natürlich trotzdem rein. Ach, Mann. Naja, ich kann es ja mal im Hinterkopf behalten. Es ist trotzdem nur ein Scorepunkt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö.